Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Fallout. Ja, wir sind gerade unterwegs zur Abernethy Farm. Was ist da oben los? Hallo, 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 hallo. Ich hätte was gesehen. Was? Was? Ach so. Okay. Das fängt schon mal gut an. Lauf mich nicht um. So, Entschuldigung. Ich war gerade so irgendwie konzentriert. Ja. Und eine Siedlung ist mal wieder fällig. Und sehr schön. Genau, und wir sind gerade auf dem Weg dorthin. Und wenn ich mich nicht irre, wir sind sogar auf dem Weg, wirklich. Auf dem direkten Weg. So, wo sind denn jetzt die anderen kaputt gegangen? Keine Ahnung. Ach, da. So. Sehr schön. Und noch eine Blähfliege dazu. Und irgendwo da unten ist sie doch schon, die Farm. Da drüben. Okay, die haben wohl gerade ein Roboterproblem. Ja. Sehr schön. So. Das ist doch schon mal gut. Nehmen wir doch glatt mal mit. Seltsam. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich für deine Schwester gehalten. Ach, Papa, denk doch nicht solche Sachen. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist noch nicht so lange her, dass sie... Hör auf damit. Denk lieber nicht dran. Du hast recht, meine Süße. Du hast recht. Okay, guten Tag. Entschuldigung. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Das möchte ich auch, Ben. Ich bin keine Gefahr. Schon gut. Ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag... Und ständig muss man auf der Hut sein. Was baust du an? Ach so. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Dem stimme ich nur zu. Lake Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Ja, kann man wohl so sagen. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was gehört dazu? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Mit dem, die Minutemen können helfen. Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern. Wollen wir mal das Gespräch jetzt irgendwie... Verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind? Hallo? Bin auch etwas zu spät für meine Mary.
Okay, brauchst du Hilfe? Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich kann dir nicht viel bieten, aber du bist tot. Hey, Alter. Du sappelst die ganze Zeit. Lass mich mal kurz durch. Aua, wo denn? Alter. Ist hier noch einer? So. Wunderbar. Und die Katze kämpft auch mit. Habt ihr das gesehen? Da. Super verteidigt, das Viech. Kampfkater. So. Und der Typ, ich musste so lachen. Ich musste mir so das Lachen verkneifen. Und er redet weiter und erzählt von dem Tod seiner Tochter und hinter ihm explodiert alles. Naja. So, wahrscheinlich hat er es nicht gleich mitbekommen. Wo ist denn Daddy jetzt hin? Da. Können wir mal zu Ende reden? Mr. Abernathy. Du hast bestimmt viel zu tun. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Mhm. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich beschaffe dir das Medaillon wieder. Gut. Conny glaubt, dass es ein Teil von Mary ist. Ich glaube, sie wird keine Ruhe finden, solange es verschwunden ist. Kein Ding. Da kümmern wir uns doch drum, oder? Da ist nichts mehr. Fusionskern. Rust Devil. Das können wir alles behalten. Liegt hier noch irgendwo einer rum? Da drüben, ne? Ja, nein. Da. So. Nein, ich wollte nur mal gucken, ob ich hier die Werkstatt schon nutzen kann, aber das kann ich nur nicht. Gut, dann gucken wir mal. Die Aufgabe, glaube ich, müssen wir auch erstmal noch aktivieren, oder? Nein. Die ist aktiviert. Okay. Dann gucken wir doch mal. Mittlerweile haben wir da oben. Okay. Ach, dann holen wir das doch eben, oder? Das ist doch ein Katzensprung. Wir brauchen uns ja nur umdrehen. Brauchen ja nur in diese Richtung. Irgendwie. In die Richtung, ne? Ja. Dann holen wir doch einfach mal das Medaillon zurück. Genießen das gute Wetter, denn endlich es ist Tag. Es regnet nicht. Wir haben keinen nuklearen Sturm, sondern wir haben heute einfach mal ein... Was ist das? Ein herbstlicher Tag? Ein sonniger und herbstlicher Tag. Und deswegen gehen wir doch einfach mal eine gemütliche Runde spazieren in die richtige Richtung. Da oben müssen wir hin. So, und hüpp. Irgendwie hat leider es noch Probleme, bisschen Netzwerkprobleme. Das sieht man, ist leider ein bisschen... Boah. Ist hier noch eins oder bist du alleine? Danke, Paladin. Wundert mich. Eigentlich ist er nie alleine. Wir gehen jetzt da hoch, ne? Nein, wir müssen eher da lang.
Ich finde es leicht verpixelt. Aber das liegt einfach, wie gesagt, daran, wer das noch nicht mitbekommen hat, ich streame von der Xbox auf den PC. Und manchmal spinnt halt an manchen Tagen einfach die Netzwerkqualität. Ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht muss ich auch die Grafik ein bisschen runterschrauben. Aber momentan, solange es nicht großartig hängt, würde ich es mal so lassen. Auf jeden Fall ein Raider. Nee, nicht unbedingt den Kopf. Ich würde gerne den Körper. Und wo ist der andere? Den kann ich jetzt... Achso. Komm schon. Sehr schön. Und du versteckst dich, ne? Gut. Der hat den Molotow-Cocktail nicht geworfen bekommen. Sonst irgendwas? Nein. Was zum Teufel war das? Was? Das wird sicher lustig. Mal gucken. Sehr schön. Also, gut getroffen. Gut getroffen. Ich habe in meinen Helm nämlich diesen Wattskill eingebaut. Huch. Womit ich ein bisschen besser ziele. Oh, ist nur ein Baumstamm. Und scheint sich wohl wirklich zu rentieren. So, wo der andere ist, keine Ahnung. Oh. Raminleder nehmen wir mit. Da drüben. So. Dann gucken wir mal, was uns jetzt da erwartet. Oh, ich weiß noch, das war Anfang Fallout. Ich bin ein paar Mal dort gestorben, weil ich einfach keine Munition mehr hatte. Und dann bin ich irgendwann nur noch weggerannt, einen riesen Bogen drum gemacht. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir uns... Bitte? Nichts Besseres, als im Einsatz zu sein. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Also, die letzte Aufnahme, wo wir primär... da nur die Dialoge hatten und so weiter und so fort. Das war schon ätzend, das stimmt. So, Überraschungseffekt von hinten. So. So stelle ich mir das vor. Bevor die überhaupt kapieren, was los ist, einmal platt machen. So, was habt ihr denn... Oh. Du warst bis weg. Pramin ist schon leer. Blähfliegendrüse. So. Und ich denke mal, hier sind wir richtig. Und wir kommen hier auch rein. Paladin, einmal bitte zur Seite. Huch. Schon getroffen. Das war jetzt der eine. Der wird bestimmt nicht alleine gewesen sein. Vor was hatte ich die ganze Zeit... Ah, davor hatte ich die ganze Zeit Angst. Zeig mir ihm, wie die Bruderschaft sowas macht. Feind vernichtet. Ja. Des Mutantentöters Raider-Rüstung Harnisch reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden um 15%. Sehr schön. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Und irgendwann muss ich mal die ganzen Rüstungen, die ich so im Inventar habe, verkaufen. Schrotpatronen. Okay. Was ist da drin? Silbermedaillon.
Silbermedaillon? Ist es das, was wir... Nein. Das ist nicht das. Es hätte mich auch gewundert, wenn es so einfach gegangen wäre. So, einmal speichern. Paladin, bei dir alles gut? Ich denke mal. So, uns geht's auch soweit gut. Gleich wird der Fusionskern ausgetauscht. Und bitte auf Sprengsätze achten. Ich versuche auch diesmal dran zu denken. So. Jawohl. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wie kommst du darauf? Also ich glaube, wir waren auch schon mal hier, wenn ich mich nicht irre. Unsere Sehschärfe fällt hier auf einen inakzeptablen Wert. Echt? Musst du zum Augenarzt? Brauchst du eine Brille? So, wir schauen mal rein. Vielleicht gibt es doch irgendwas Interessantes. Was haben wir denn? Easily. Wie schön. Okay. Check-in-Protokoll. 005, Lieutenant Wilson, Captain Connell, okay, das sagt mir nichts. Tägliche Besprechung. Erstens, das SSO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach normalem Zeitplan fortzuführen. Zweitens, im unteren Lagerraum ist eine Desinfektion aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kakerlaken, notwendig. Diese wird ab dem 25. Oktober 77 um 9 Uhr durchgeführt. Das gesamte Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahme zu verlassen. Drittens, aufgrund der großen Menge abgefangener Signale werden vor Ort bis auf weiteres tägliche Nachrichtenoffiziere eingesetzt, die Zugang zum Nachrichtenraum benötigen. Ups, nein, hatten wir schon. Nachrichtenraum öffnen. Warnung, der Zutritt zum Nachrichtenraum ist ausschließlich Nachrichtenoffizieren, Analytikern und leitenden Offizieren gestattet. Zuwiderhandelnde werden vor das Kriegsgericht gestellt. Ist okay. Öffnen. Ist der jetzt auf? Ganz gut mit Terminals umgehen. Ich danke dir. Wäre beeindruckt. Welches war denn jetzt der Nachrichtenraum? Das auf jeden Fall nicht. Ist das der Nachrichtenraum? Oh, eine Mini-Atombombe. Nimm ich. Ist das der Nachrichtenraum? Inventar ist ja so gut wie leer wieder. Bei solchen Befestigungen muss es ja etwas Wichtiges geben. Das denke ich auch. Sowas hier zum Beispiel. Nehmen wir mal alles mit. Haarklammern. Okay. Ansonsten sehe ich hier nur Schrott. Noch. Oh, hallo. Ja. US-Handbuch verdeckte Einsätze FH5-10. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuches für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Yeah. Sehr schön. Ich dachte, wir wären hier schon gewesen. Oder waren hier schon gewesen. Oh, oh, ich häng fest. Okay, da... Upp, Vorsicht. Upp, Vorsicht. Für Einsteiger. Au. Das ist aber jetzt nicht für Einsteiger. Nein, machen wir noch Müh nach unten. Nein, dann doch einen Hauch nach oben. Sehr schön. Ja. Auf jeden Fall. Bitte? Einmal speichern. So, wo ist er denn? Irgendwo da drüben. Oh, hallo. Es tut mir leid. Der wollte. Sie ist tot. Ihre ganze Crew mit ihr. Andrew Station ist angeblich ein einziges Schlachthaus. Oh, hey. Bis auf den letzten Mal. Au. Die Zeit ist abgelaufen. Hilfsrat Victoria. Eine Fresse. Los, ich gebe die Deckung.
Na komm her. Ach, Paladin. Ach, Bär. Aloka. Ach, Mann. Ach, das war jetzt Paladin. Du hättest... Au. So. Aua, da unten ist noch einer. Alter. So machen wir das in der Bruderschaft. Das hätte ich ja auch gekonnt. Da unten. Hab ich. Aber wir sind immer noch nicht alleine. Okay. Ein Fusionskern. Nee, ich klaue hier gerade deinen Fusionskern. Wenn du kein Problem damit hast. Au. Hast du mich gerade geschubst? Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja. Okay. Das war ja wohl gar nichts. So, was haben wir denn hier noch? Okay, Springmesser, Radar, Starkkapuze. Okay. Was haben wir hier? Patrone nehmen wir gerne mit. Patrone. Du willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Schrei doch nicht so. Wo bist du denn? Ich bin hier und wo bist du? Oh, eine Minigun, aber die Kapazität habe ich definitiv nicht. So, sag mal, wo bist du? Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Ups. Okay. Super. Ah, Nuka-Cola Quantum. Cool. Patronen, Terpentin. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Das Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Naja. Hier sind schon einige Raider. So. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Was im Schrank ist, ist gut verwahrt. Fusionszellen, Schrotpatronen. Okay. Okay. Technische Dokumente. Okay. Einmal speichern noch zwischendurch. Nix. Nehmen wir leer. Ist denn hier noch jemand oder war es das jetzt? Hatten wir da schon? Wir hatten da schon. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ist hier wohl das Medaillon drin. Sehr schön. Das nehmen wir auch. Was haben wir hier? Schraubenzieher. Tür entsperren. Für Einsteiger. Sehr schön. Cool. Für Aufbrechen kenne ich ja. Aber warte mal. Das ist viel leichter. Mal gucken, wie viele Kakerlaken hier reinrennen. Springt die gerade die eine über mich? Oh. Okay. Des Ghoul-Töters Kreuzschlüssel verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Ah, das ist alles so super. Es gibt so viel gute Sachen mittlerweile. Ich nehme noch mit. Da hinten. Na. Sehr schön. Okay, Radioaktivität. Okay. So. Oh. Die entsperren wir auf jeden Fall in der Hoffnung, dass nicht zu viel... Ah, ich dachte gerade... Au. Ja, nein. So.
Dann machen wir es mal so. Besser. Wie schön. Kronkorken und Red Away. Okay. Ups. Okay. Also da hilft der Wurz immer, bis ich umgeschaltet habe auf eine Nahkampfwaffe oder zugeschlagen habe. Also schieße ich manchmal einfach so schneller. Radio. Jo, ich glaube, dann sind wir hier durch. Haben wir grob aufgeräumt. Riesenviech. Wir haben die Medaille zurück oder das Medaillon zurück. Und ansonsten würde ich mal sagen... Oh, das nehmen wir noch mit. Was haben wir denn hier? Hatten wir das schon? Status Satellitenschüssel offline. Kann ich die online machen? Nein. Huch, was hatten wir noch? Datenstromstatus offline. Okay. Und Datenbanknetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Gut, okay, das heißt, ich kann hier so irgendwie... Ausrüstung ist nicht ohne Grund hier. Finden wir raus, warum. Du, ich habe ja auch keine Ahnung. So, irgendwas... Irgendwas wird hier schon gewesen sein. Aber ich wüsste jetzt nicht... Nö, nö... Nö, nix, was uns eine Antwort bietet. Weich. Was? So, da waren wir gewesen. Dann gehen wir hier doch wieder die Treppe hoch. Denn ich denke, wir haben doch alles gefunden und alles gesehen. So. Wenn man wirklich so schön Fallout spielen möchte, also der Hauptstory folgen möchte und dann auch noch diesen Wunsch hat, natürlich seine Siedlungen komplett auszubauen, man wird nicht fertig. Man wird einfach nicht fertig. Also ich habe einige Siedlungen noch nicht mal einen Funkleitstrahl gebaut, weil ich es kontrollieren muss. Bitte? Bitte? Was hast du gesagt? Irgendwas Wichtiges? Oh. Kick doch die Leiche durch die Gegend. Nein, aber ich habe in einigen Siedlungen noch nicht mal den Funkleitstrahl montiert. Weil ich froh bin, dass da vielleicht mal zwei Siedler sind und nicht mehr. Weil, boah, das ist dann werden die überfallen. Du musst Wasser und Essen und es macht auch Spaß, ja, aber man muss es wirklich planen. Ansonsten haben alle Siedlungen am Ende nur noch Probleme. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Deswegen immer schön geplant das Ganze. Das ist nur ein Fels. So. Aber hier die Gegend ist ja auch mittlerweile ein bisschen besänftigt. So empfinde ich das. So ab und zu mal entdeckt man mal hier jemanden, aber jetzt keinen, der einen großartig belästigt. Wir gehen mal hier oben rum. Die Rüstung ist heute wieder mal ein bisschen schwerer vom Gefühl her. Tum, tum. Können auch einmal eben noch nachladen, wo ich das gerade sehe. So. Echt, war das echt so ein langer Weg? Ich wollte gerade sagen... So. Gut. So, wir kommen näher.
Paladin, bist du noch da? Paladin? 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 Da hinten kommt er. Hängt ein bisschen hinterher, der Junge. So. Und die Sonne geht schon wieder unter. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich habe endlich mal nach einem längeren Mal wieder einfach mal an Tageslicht einen Marsch machen dürfen. Und das genieße ich. Das ist wirklich schön. Wenn es nicht so verpixelt wird. Also da muss ich gegebenenfalls nochmal schauen. Ist er wieder drin? Bist du hier? Oder bist du draußen? Ich glaube, er ist draußen. Kann das sein? Ja. Tim, Tim. Einen wunderschönen Hallo. Hast du das Medaillon schon gefunden? Ja. Ja. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Okay, danke. Ich muss mal wieder deinen Leuten helfen. Ja. Was ist denn hier schon wieder los? Wo denn? Supermutanten? Was machen denn die Supermutanten jetzt hier? Befehle der Supermutanten. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Ja, das habe ich nicht vor. Danke. So. Aber ich glaube, denen geht es hier echt gut. Wir können hier einmal die Werkstatt nutzen, um unser Inventar mal wieder ein bisschen zu verkleinern. Oder leichter zu machen. Und zwar können wir mal den sämtlichen Schrott hier drin lagen. Ich glaube, einige Mods haben wir auch gesammelt. Und was haben wir sonst noch? Hier irgendwas Interessantes. Ja, die doppelläufige Splittermine, Schlagring, Impro-Pistole. Das lassen wir einfach erstmal hier. Schaden tut's nicht. Das lassen wir hier, lassen wir hier, lassen wir hier. Oh. Was war das eben nochmal? Selbstziehend. Ah, okay. Was hat die für einen Schaden gehabt? 25, okay. Lasse ich auch mal hier. Es geht jetzt einfach um Platz im Inventar. Hundehalsband. Das ist alles okay. Dich packen wir da auch einfach mal rein. Und ich glaube, hier Roboter-Reparatursatz wiegt nichts gut. Gut, ansonsten denke ich mal, können wir erstmal wieder so bleiben. Wir speichern einmal. Und sonst geht es dem nämlich auch, glaube ich, gut. Die haben Wasser, die haben halt keinen Schutz. Das ist mir klar. Oh. Alter. Oh, ich hab's gesehen. Komm. Du hast dich getötet. Ja, aber den Arm nicht getroffen. Wen hat er getötet? Ist jemand gestorben? Nein. Och nö. Der Pramin. Oh nein. Es tut mir so leid. Oh nein. Clarabella ist tot. Okay. Wir müssen. Wir können aber wahrscheinlich nicht. Ich guck mal eben. Die brauchen doch ganz dringend irgendwie ein bisschen Schutz, ne? Okay, wir können ihn das bauen. Wie ist es hier mit dem Geschützturm? Können wir den sogar? Wo können wir das mehr? Lohnt sich das? Kann man das hier oben montieren?
Dann bauen wir jetzt mal ganz unfein. Oh, gerade eben hast du so schön gepasst. Okay, geht das hier hin vielleicht? Das wäre so schön, wenn man diese Seite hier abdecken könnte. Mist. Okay. Wir machen es anders. Auf jeden Fall, wir müssen hier schützen, wo ich das gerade sehe. Einmal so. Die brauchen ganz, ganz dringend Schutz. Also wenn die Supermutanten und die Roboter, also so oft wie die jetzt hier gerade angegriffen wurden, sind, brauchen die unbedingt Schutz. Und dann bauen wir jetzt hier oben was hin. Versuchen irgendwie mal ein bisschen alle Seiten abzudenken. Wir können davon, ich mach mal davon lieber 3 Stück. Einmal. So. Wie schaut's hier aus? Können wir da irgendwo? Nein, können wir nicht. Dann bauen wir dort hinten an die Ecke. Einfach mal die strategischen Punkte absichern. Und dann machen wir hier, achso, da vorne auf dem Vordach, wenn es geht. So. Wie viel wohnen denn hier? 3 Leute. Dann knallen wir hier doch nochmal sowas dahin. Und dann gucken wir mal, dass wir jemanden finden, der sich mal eben um die Verteidigung hier kümmert. Au. Wo haben wir denn jemanden? Wir nehmen die Katze. Nein, wir nehmen sie mal. Papa, wann gehen wir wieder nach Diamond City? Befehligen. Ich brauche ein paar Sachen. Meine Haarbürste ist auch kaputt. Okay. So, und dann geht's gleich weiter auf unserer Reise. Ups. Sehr schön. Sie kümmert sich darum. Darum kümmert sie sich auch. Okay. Wunderbar. So war das auch geplant. Sehr schön. Einmal speichern und die Sonne geht wieder unter. Wohnen tun sie eigentlich ganz schön, ne? Mit dem Blick. Gut. Dann war ja mein Plan ursprünglich, ich wollte jetzt mich hier runter bewegen. Und ich denke mal, wir werden... Melde dich bei Ritter Rice. Wir werden mal wieder zur Polizeistation springen. Das hier oben sind nochmal... Ich weiß, das wird nochmal eine Siedlung werden... Das Ei zurückbringen wird auch nochmal eine Quest werden, auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir werden jetzt mal Polizeistation, dann Oberland Station, was auch immer die von uns wollen, und arbeiten uns mal so hier runter. Ist der Plan. So. Und da sind wir wieder im Polizeirevier. Und wo bist du? Hahaha, du schläfst und ich weck dich jetzt. Hey. Hallo. Du hast es gut. Du hast echt ein tolles Leben. Du kannst pennen. Und jetzt gleich zickt er wieder rum. Der Ort ist hoffentlich gesäubert. Ja. Yeah. Bestätige. Wirklich? Ja. Vielleicht hast du doch mehr drauf, als ich dachte. Oh. Hier ist das Commonwealth. Ist ein großer Ort, der dringend einen Kammerjäger braucht. Wenn du bereit für deine nächste... Ja, hau raus. Bin bereit. In Ordnung. Hier ist das neueste Ziel. Ich will dich erst wiedersehen, wenn der Ort gesäubert ist. Ja, ist ja gut. Karte aktualisieren, Reinigung des Commonwealth. Säubere Wilson Atomization Firmenhauptsitz. Keine Ahnung. Machen wir. Dass da Maxen dienen zu dürfen. Mir reicht es mit Lions und sein. Ja, mir reicht es auch. Wir müssen, glaube ich, bestimmt die. Jawohl. Und dann, wo findet das denn statt? Ach, Mensch, das passt doch. Und. Dann begeben wir uns jetzt in diese Richtung.